Bei der Probefahrt mit der BMW R1250R hatte ich ja wieder mal die Möglichkeit, mich mit einem wirklich aktuellen und gut funktionierenden Quickshifter bzw. Schaltautomaten auseinanderzusetzen und bin wieder gescheitert. Aber keine Angst, es gibt jetzt nicht wieder einen großen Monolog von mir, warum ich das Ding nicht mag, sondern eigentlich mehr, was meine Schlussfolgerung daraus für mich ist. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll es mal wieder mehr oder minder um das Thema Quickshifter gehen. Ich habe euch jetzt, glaube ich, lange genug Pause gegönnt, dass wir es mal wieder ansprechen können. Aber eigentlich geht es noch nicht mal so richtig darum, sondern wie gesagt darum, was für mich die Schlussfolgerung daraus ist, dass ich irgendwie mit diesen Dingern nicht warm werde. Ich hatte ja, wie gesagt, jetzt gerade erst Probefahrt mit der BMW R1250R hinter mir. Verlinke ich mal jetzt oben irgendwo wieder. Und da ist ja auch laut einem Kommentar unter, ich weiß gar nicht, ob es unter dem Video war oder unter dem Instagram-Bild, was ich gepostet hatte, wo einer sagte, der beste Schaltautomat, den er bis jetzt gefahren ist. Von daher muss das Ding ja irgendwo gut sein. Und was soll ich sagen? Es hat für mich wieder nicht geklappt. Und ich habe mich jetzt diesmal wirklich bemüht. Also ich hatte jetzt wirklich mich so ein bisschen zumindest vorher nochmal mit beschäftigt. Habe gesagt, okay, ich weiß, dem muss man halt ein bisschen mehr Drehzahl gönnen. Also nicht ganz so untertourig, wie ich für gewöhnlich fahre. Und wann man halt benutzen sollen, kann und sollte und so weiter. Ich habe sogar die Kiste mal über die Autobahn gescheucht, dass ich jetzt wirklich mal quasi in dem, tja, ich denke, gedachten Einsatzfall, dass man halt wirklich jetzt auf die schnelle Wupp mal die Gänge hochziehen kann und das halt auch wirklich in einem gescheiten Drehzahlbereich gemacht. Und nee, es haut mich einfach nicht vom Hocker oder es ist einfach nicht meine Art zu schalten. Ich will halt hier an der Stelle nochmal ganz klar sagen, eigentlich finde ich die Technik ja geil. Und jeder sagt ja, du benutzt es halt nicht. Ja, mache ich ja auch nicht. Aber ich würde halt trotzdem gerne verstehen, was so viele Leute daran so geil finden. Und das kriege ich einfach nicht hin. Und wie gesagt, ich bemühe mich ja wirklich. Ich muss jetzt nur mal gerade hier wieder in die schöne Landschaft gucken. Ich bemühe mich ja wirklich. Und so eine kleine Hoffnung, die ich jetzt da noch habe, ist, wenn sich irgendjemand mal findet, das wäre so ein richtiger Quickshifter mit Plipper, Fetischist ist und sagt, das ist einzig wahre und so muss man das fahren. Und der zufällig mal zu einem Zeitpunkt in die Rhön kommt und Zeit hat, wo ich halt auch gerade Zeit habe, würde ich das gerne mal sehen, sozusagen. Ich würde dann gerne mal demjenigen ein oder zwei Kameras ans Moped schrauben und mit dem so ein bisschen fahren. Erstmal ein bisschen so, wo er sagt, das sind Strecken, da passt das. So ein Profil brauchen wir ungefähr. Wo er vorne wegfährt, dass ich das mal aufnehme und mal sehe. Und dass ich dann mal eine Runde vorne wegfahre, so wie ich halt für gewöhnlich meine Touren fahre. Ich meine, das fahre ich jetzt auch nicht so wie jetzt hier im Video, weil vor dem Geschwätz mache ich halt unter Umständen eine ganze Ecke langsamer wie gewöhnlich. Und dann halt ihn mal hinter mir herfahren lassen und dann mal gucken, wie er dann sozusagen in dem Profil mit dem Schaltautomaten umgeht. Und dann halt, keine Ahnung, ob ich dann halt wirklich mal raff, entweder was ich falsch mache oder halt irgendwie dahinter kommen, was die Leute daran so faszinierend finden. Ich kann ihm halt einfach nichts abgewinnen. Vom wie sich's anhört, wie sich's anfühlt, weiß nicht, da sträubt sich bei mir halt alles irgendwie, wenn ich mit Schaltautomat fahre. Ich hatte es ja in dem einen letzten Video, wo ich mich da mal drüber ausgelassen habe, schon mal gesagt, für mich ist das halt Rap-Musik mit dem Schaltautomat und ich stehe dann eher so auf Symphonie
obwohl ich normal nicht auf Klassikmusik stehe, aber der Vergleich ist dann, glaube ich, relativ schön. Für mich muss das halt alles irgendwie schön harmonisch sein und das, weiß nicht, das habe ich bei diesem Schaltautomat nicht und halt auch dieser Nutzen fehlt mir für den normalen Einsatz auf der Straße einfach komplett. Also hier irgendwie normal raus zu beschleunigen, ich weiß nicht, was mir da die paar Sekunden oder vielleicht sogar nur Zehntelsekunden da bringen, die mir der Schaltautomat da rausholt sozusagen. So eilig habe ich es nicht. Und ich, wie gesagt, ich mag hier diese kurze dramatische Pause. Immer einmal kurz. Oh, mag ich. Und beim Runterschalten muss es dann halt einmal schön mit Zwischengas sein. Und ich weiß, das können verschiedene Schaltautomaten auch schon, aber wo ist der Spaß? Sache, die auch immer wieder gerne angemerkt wurde, ist halt, ja, beim Überholvorgang, wenn du dann halt mal richtig durchziehen musst, ehrlich, sehe ich auch nicht so. Also beim Überholvorgang muss ich maximal einmal schalten eigentlich, um an einem Auto vorbeizukommen. Und selbst dafür brauche ich den nicht. Und ich sag mir, wenn ich einen Schaltautomaten bräuchte, um schnell genug da vorbeizukommen, dann ist das ein Überholmanöver, was man sein lassen sollte aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, das ist eigentlich alles nur Geplänkel. Nach wie vor meine Aussage, rein die Technik finde ich geil. Dass das funktioniert, wie es teilweise funktioniert. Aber für mich halt schlicht und ergreifend nicht das Richtige. Und ich gönn's jedem, der sagt, boah, das funktioniert für mich so geil, das ist das einzig Wahre, sei es drum. Für mich ist es halt nach wie vor nichts, aber auch da nochmal die Wiederholung, ich arbeite immer noch daran, da wirklich dahinter zu kommen, was denn daran so schick ist für manche Leute. Vielleicht komme ich ja nochmal dahinter. Und damit kommen wir dann auch zu meiner großen Schlussfolgerung. Wenn ich also keine Quickshifter mag, dann heißt das für mich wohl, ich bin ein Slowshifter. Und dieser Begriff hat sich bei mir irgendwie so popartig entwickelt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Der ist mir irgendwann in den Kopf geschossen und hat sich da so ein bisschen festgesetzt. Und deswegen will ich das jetzt sozusagen als Marke etablieren, so ein bisschen. Ich fand es einfach so lustig, dass ich gleich auch mal auf die Idee gekommen bin, so, ich oute mich jetzt hier als Slowshifter und vielleicht gibt es ja noch mehr Fans wie mich da draußen, die halt, wie gesagt, einfach auf das etwas gelassener, ohne Schaltautomat, ohne Technik stehen und ihr seid herzlich eingeladen, euch auch als Slowshifter zu outen. Und ich fand das, wie gesagt, dann mittlerweile so lustig eigentlich, dass ich dann tatsächlich auch mal gesagt habe, das ist was, wo ich mir auch mal ein T-Shirt von drucke und das sogar dann, oh Gott, anbiete, dass ihr euch das auch machen lassen könnt. Viele oder einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh Gott, sein Kanal hat einen neuen Tiefpunkt erreicht, er verkauft jetzt auch Merch. Aber in dem Fall, das ist jetzt wie gesagt so eine Idee, die fand ich jetzt so geil bekloppt, da ziehe ich das mal durch und ich kann es euch auch gleich mal zeigen, wenn ich einen schönen Fleck gefunden habe zum Anhalten. So, hier ist doch ein gutes Plätzchen dafür, würde ich mal sagen. Für auf die Vorstellung vom ersten T-Shirt
offiziellen Rhönschrad-T-Shirt, meinem Slowshifter-Shirt. Ich find's, wie gesagt, einfach herrlich. Für alle bekennenden Slowshifter da draußen könnt ihr jetzt bei mir in meinem Spreadshirt-Shop bestellen. Muss natürlich keiner, gibt irgendwie zwei Varianten davon. Einmal nur mit dem Slowshifter vorne drauf und dann auch noch mal eins mit dem Rhönschrad-Logo hinten drauf. Ist natürlich ein bisschen teurer, weil es zweimal bedruckt wird, aber ihr müsst das ja nicht machen, nur könnt ihr es jetzt doch. Ich finde es, wie gesagt, geil. Als kleine Zusatzinfo, komme ich gleich. Wir fahren wieder ein Stück und dann gebe ich noch ein paar Tipps zu der Auswahl davon. Geht gleich weiter. So, wie gesagt, noch ein paar Tipps für den Fall, dass es wirklich ein paar Verrückte da draußen unter euch geben sollten, die der Slowshifter-Gang beitreten wollen und sich so ein T-Shirt bestellen. Kleine Erfahrungsberichte von mir. Ich habe also in dem Shop schon irgendwie nur die normalen Männer- bzw. Frauen-T-Shirts freigegeben. Ich hatte also anfangs bei Spreadshirt auch mal bestellt und habe dann, Premium-T-Shirt, dann nehme ich natürlich das, ein bisschen teurer, wird besser sein. War es nicht, fand ich sehr, wie soll ich sagen, bescheiden. Das normale Männer-T-Shirt war ein B und C, das fand ich eigentlich ziemlich gut. Mittlerweile haben sie da, glaube ich, nochmal gewechselt, aber selbst das war jetzt da auf jeden Fall um Welten besser, wie das, was damals Premium-T-Shirt hieß. Was ich nicht ändern kann per Einstellung, Voreinstellung, ist die Druckart. Standardmäßig steht da immer Digitaldruck, weil es für die wahrscheinlich am einfachsten ist. Den fand ich allerdings auch nicht wirklich so prickelnd. Der war relativ dünn und relativ rissig. Das heißt, wenn man da ein bisschen dran rumgerubbelt hat, dann gab es schon so Risse in dem Druck drin. Fand ich also, wie gesagt, nicht so prickelnd. Da ist das Geile, was ich jetzt da auch hier bei mir drauf habe, ist der Flexdruck. Das Problem ist, das müsst ihr euch dann quasi selber beim Auswählen beziehungsweise nachdem ihr es im Warenkorb hinzugefügt habt, noch umstellen. Da könnt ihr dann also euer T-Shirt noch personalisieren, heißt das, glaube ich. Da könnt ihr da theoretisch auch noch irgendwas an Text noch zusätzlich euch draufdrucken lassen. Aber da könnt ihr dann vor allen Dingen das Design auswählen, je nachdem, ob ihr jetzt vorne und hinten oder nur vorne das habt, müsst ihr auf jeden Fall im Zweifelsfall auch beide getrennt auswählen und dort könnt ihr dann die Druckart umstellen von Digitaldruck auf Flexdruck. Es gibt einmal so ein Flex-Fließ, aber das ist wieder was anderes. Wie gesagt, wenn ihr das auswählt, das finde ich jetzt von der Qualität her dann ziemlich ordentlich. Und soweit ich es gesehen habe, kann ich jetzt aber nicht hundertprozentig sagen, kostet der Flexdruck noch nicht mal mehr. Also von daher auf jeden Fall was er machen sollte. Tja, jeder, der Spaß dran hat, freut mich, wenn er da irgendwie zuschlagt. Und ich habe jetzt auf jeden Fall sozusagen mein neues Etikett, was ich auch bei den Videos und sowas jetzt da, glaube ich, mal mit einführen werde, meinen Hashtag Slowshifter. Ich stehe drauf und ich stehe dazu. Mir macht das eine riesen Gaudi, von daher, ja, wie gesagt, vielleicht sind ja bei euch auch welche dabei, die ähnlich das sehen. Mal sehen. Ja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.